Hi und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Ich habe schon seit einiger Zeit hier in meiner Wohnung von Ecovex einen D-Bot-Saug- und Wischroboter im Einsatz. Und als jetzt vor kurzem Ecovex angefragt hat, ob ich auch den Osmo 900, auch einen Saug- und Wischroboter mit einer coolen Laser-Messtechnik, hier in meiner Wohnung testen und euch vorstellen möchte, habe ich natürlich Ja gesagt. Weil jetzt das Video aber so schnell entstehen musste oder sollte, habe ich eine kleine Aufwandsentschädigung einfach für den Zeitaufwand erhalten. Deswegen stand auch am Anfang Werbung. Wie immer ist aber mein Video rein objektiv und ich sage euch ehrlich, was ich von dem Gerät halte. Und damit legen wir auch los nach dem Intro. Viel Spaß! Natürlich ist so ein Saugroboter ein bisschen anderes Thema als irgendwelche aktuellen Smartphones oder sonstige Smart-Home-Sachen. Und deswegen hoffe ich, dass euch trotzdem das Video hier gefällt. Schreibt mir deswegen gerne in die Kommentare, was ihr von dem Format und auch den Produkten an sich haltet. Denn im Allgemeinen ist es ja ein Smart-Home-Produkt. Und auch wenn es keine HomeKit-Anwendung hat, finde ich es hier auf dem Kanal echt cool. Lasst deswegen auch gerne ein Abo da, wenn ihr zukünftig nichts verpassen wollt. Jetzt schauen wir uns aber mal den D-Bot Osmo 900 von Ecovex an. Ich habe jetzt hier die Variante Weiß. Und es ist sehr charakteristisch für diesen Saugroboter, dass er eben oben noch diesen kleinen Turm drauf hat. Darunter verbirgt sich der Lasersensor. Es gibt das Ganze auch noch in Schwarz. Widmen wir uns jetzt aber der Unterseite. Hier haben wir die beiden Antriebsrollen und das Steuerrad auf der Vorderseite. Außerdem haben wir wie gewohnt zwei drehende Rotoren, die eben die pinselförmig den Staub nach innen fächern. Innen haben wir eine große Rolle, die dann eben den Staub und den Dreck und so weiter ins Innere befördert. Dort haben wir dann ein Auffangbehältnis, wo der Staub aufgefangen und aufbewahrt wird. Soviel zur Grundeinstellung. Wir haben außerdem bei diesem Modell hier noch eine Sturzerkennung. Das heißt, wir haben kleine Sensoren an der Seite, die erkennen, wenn ein zu großer Höhenunterschied ist. Und dann fährt der Roboter nicht weiter. Das ist natürlich cool, wenn man Treppen oder ähnliches hat. Gucken wir mal ins Innere. Dazu müssen wir diese Klappe nach oben öffnen. Dann haben wir da den Haupt-Ein- und Ausschalter. Daneben ist noch der Connect-Schalter, um den erstmalig zu verbinden. Wir können dann hier, wie angesprochen, diesen Behälter nach außen nehmen und können somit dann den Staub entleeren. Ist diese herausgenommen, erkennt man dann auch darunter noch die Rolle, die eben den Dreck nach innen transportiert. Das ist cool gelöst, es ist sehr kompakt vom Bauraum und gefällt mir gut an der Stelle. Der Behälter an sich hat vorne noch einen Filter, der eben Schmutz und so weiter herausfiltern soll und das funktioniert gut. Ich hatte nie das Problem, dass da irgendwo so Staubwolken entstanden sind, die man manchmal hat bei Staubsaugerrobotern. Und hier haben wir dann noch eben den angesprochenen Auffangbehälter. Diesen kann man dann einfach im Müll ausleeren und dann ist man fertig und kann den Müll entfernen. Das war's zum Äußeren, jetzt zur Funktionsweise. Da haben wir obendrauf eben diesen Laser, der misst den Raum aus und zeigt euch das auf der Karte an. Wie das aussieht, dazu öffnen wir jetzt mal die App, die es von Ecovex gibt. Die ist unabhängig von den Robotern, das heißt, ihr könnt alle Roboter da gleichermaßen nutzen und in einer App anschauen, genauso wie diesen Laserroboter hier eben auch alle anderen. Wenn wir die öffnen, sehen wir dann unsere Roboter, können unseren auswählen und sehen dann hier schon die Wohnungskarte, können auf der anderen Seite Räume definieren, also das ist aber vorgegeben von der App, das kann man leider nicht einstellen. Dann hat man die normale Autoreinigungsfunktion, in der man auch die Bereiche festlegen kann, wo eben nicht gereinigt werden darf. Bei mir ist es jetzt hier beispielsweise der Bereich, wo eben das Bett ist, das finde ich nicht so gut, wenn der da immer automatisch drunter fährt und vorne noch so ein Bereich, wo eben meine Akkus laden von meinem Elektroroller. Wenn diese festgelegt sind, dann haben wir eben die virtuellen Grenzen, die kann man auch individuell nochmal anpassen. In der Karte sehen wir auch immer den zuletzt gefahrenen Weg und bei Benutzer definiert, das finde ich bei dem hier ganz cool, können wir auch einen extra Bereich auswählen, wo wir jetzt gerade in der Situation mal reinigen wollen. Wir können diesen definieren und aufziehen und dann fährt der D-Bot wirklich nur an den Bereich, wo wir gerade reinigen wollen. Das ist eine coole Alternative und gefällt mir sehr gut. Im Untermenü haben wir dann noch die Möglichkeit, die Saugkraft zu bestimmen, dazu später nochmal mehr. Außerdem können wir hier auch die Auto-Saugkraftverstärkung einstellen, was ich ziemlich cool finde, denn dabei erkennt der Roboter automatisch, ob er gerade auf einem Teppich ist oder nicht und passt dementsprechend die Saugkraft an. Das ist gut, denn auf einem Teppich muss man ja zum Beispiel ein bisschen mehr saugen als auf der glatten Fläche und das hat mir echt im Alltag gut gefallen. Außerdem haben wir hier noch andere Möglichkeiten der Einstellung, zum Beispiel einen Ruhemodus.
Dieser macht den Roboter nachts lautlos und der wird auf keinen Fall dann in dem Zeitraum losfahren. Der Reinigungsplan ist eine der nützlichsten Funktionen, denn ich habe zum Beispiel jeden Tag um 11 eine automatische Reinigung, dazu aber später auch nochmal im Detail. Wir können hier auch die Karte wiederherstellen, das heißt nochmal neu das Ganze vermessen lassen. Wir kriegen ein Reinigungsprotokoll, wo wir eben die letzten Reinigungen einsehen können, um eine Übersicht zu haben, wo er lang gefahren ist, zu welcher Uhrzeit das war und was für ein Bereich das dann war, also in Quadratmetern. Außerdem können wir die Zubehörabnutzung quasi sehen und darauf erkennen, ob wir das Ganze wechseln müssen. Das ist mit einer Art Zeitschaltuhr hintersehen. Die können wir dann auch wieder zurücksetzen. Und wir können uns in D-Bot suchen. Das heißt, wenn ihr mal nicht wissen, wo er ist, ich hatte es mal, dann hat er sich unter dem Bett verfangen, dann klickt man da drauf und dann sagt ihr einem, dass er gerade an Stelle XY ist. Außerdem können wir noch den Wasserdurchfluss regulieren für die Wischfunktion. Das war es an Einstellungen vom D-Bot an sich. Ich denke, diese sind gut ausführlich und geben einem viele Möglichkeiten, das Ganze individuell anzupassen, je nachdem, wie man möchte. Klickt man dann auf den unteren mittleren Punkt, kann man das Ganze starten. Man kann es da auch wieder pausieren oder auf der rechten Seite kann man den D-Bot dann auch zurück zur Ladestation schicken. Jetzt soll er aber erstmal lossaugen, denn das macht er verdammt gut. Ich hatte nie irgendwie Probleme, dass Dreck nicht aufgesammelt wurde. Ich habe auch, seit ich die Roboter von Ecovacs habe, nicht mehr meinen normalen Staubsauger rausgeholt, weil der einfach so gründlich reinigt. Es gibt ja manche Roboterfirmen, wo man so den Eindruck hat, man muss die Ecken oder so nochmal raussaugen, aber das macht er hier wirklich gut und auch trotz seiner Form, der runden Form, es gibt ja jetzt auch Hersteller, die eckige haben, kommt der wirklich überall hin durch die Rotoren, die ja seitlich hinausragen und das macht er echt super. Durch die Laserscannung hat es dann noch den Vorteil, dass der nicht immer an die Kanten randockt, das heißt, der fährt wirklich systematisch lang und nach dem ersten Messen macht er das perfekt. Am Ende der Reinigung fährt er selbstständig wieder auf die Ladeschale und das war's. Wollen wir jetzt aber mit dem Roboter wischen, müssen wir den Tank, der sich hinten befindet, mit Wasser füllen, diesen dann gut verschließen, dass kein Wasser ins Innere vom Roboter kommt und dann einsetzen. Das geschieht hinten, der Tank ist auch wirklich in dem Fall hier nur für Wasser da. Außerdem müssen wir das mitgelieferte Mikrofasertuch auf die Vorrichtung geben, das wird dann draufgesetzt, das geht so über so einen Klemmmechanismus und kann eben auch noch über Klettverschluss dann festgemacht werden, sodass es gut am Boden von dem Roboter befestigt wird und gut hält und auch den ganzen Wischvorgang eben absichern kann. Wenn das befestigt ist, kommt das dann auf die Rückseite vom Roboter. Dabei haben wir noch einen Sensor, dieser ermöglicht dem Roboter zu erkennen, ob wir gerade wischen wollen oder nicht. Clever gemacht, der Sensor liefert das dann an den Roboter und auch in die App, dann wissen wir, dass wir wischen wollen und der Roboter kann dann eben auch die Wasserabgabe steuern. Das ist echt ein intelligentes System und ihr seht es hier in der App, oben links steht dann wischen statt sonst saugen und das funktioniert wirklich tadellos. Da hatte ich am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken, aber gerade die Wischfunktion war eine der Funktionen, die mich am meisten begeistert hat, denn der ist so gründlich und so gut, das habe ich ehrlich gesagt hier nicht mal selber hinbekommen und jeden Samstag ist jetzt bei mir Wischtag, der fährt der Roboter einmal durch, gepaart mit dem einmal am Tag Saugen unter der Woche, ist es echt ein guter Rhythmus und der Boden hier ist super, dankt es mir und alle Gäste können einfach reinkommen. Eine Funktion, die noch cool ist, seht ihr hier, das ist, dass der Roboter eben Türschwellen bis zu 3,5 cm überwinden kann und gerade hier bei mir bei diesem Tisch mit dem Fuß bietet sich das gut an. Außerdem wischt er auch sehr gut auf Fliesen, das habe ich zum Beispiel im Bad als Beispiel, das funktioniert insgesamt super. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Wischvorgang, solltet ihr unbedingt zeitnah hinten das ganze Teil wieder rausnehmen, denn wenn das Mikrofasertuch zu lange auf dem Boden steht, kann es passieren, dass sich einfach Wasserablagerungen bilden, weil ja trotzdem kontinuierlich ein bisschen Wasser nach außen läuft. Das ist nicht so gut für den Boden und deswegen macht ihr das Ganze ab. Ihr könnt dann eben das Mikrofasertuch analog zu dem Einbau wieder genauso von dem Klettverschluss abziehen, könnt dann auch eben das Wasser ausschütten, Mikrofasertuch reinigen, passt perfekt, dann ist es eine saubere Sache. Jetzt aber mal noch zu dem Geräuschvergleich von den Modi. Ich denke, man hört den Unterschied deutlich, gerade auch im Vergleich zu einem normalen Staubsauger ist so ein Staubsaugerroboter deutlich angenehmer. Wenn ihr die Automationen und den Reinigungsplan anhabt, bekommt ihr im Übrigen auch noch Push-Benachrichtigungen. Zum einen, wenn die Aufgabe gestartet hat und zum anderen auch, wenn sie abgeschlossen wurde oder wenn Fehler aufgetreten sind. Ihr bekommt am Ende eine Übersicht, was mir echt im Alltag gut gefallen hat.
Der Osmo 900 von Ecovacs hat mich wirklich beeindruckt. Ich hatte ja davor schon einen Saug- und Wischroboter und war dadurch von der Qualität und auch von der Umsetzung und Zuverlässigkeit von Ecovacs Robotern überzeugt und konnte das schon testen. Und trotz dieser kurzen Testphase, jetzt mit dem Osmo 900, konnte ich merken, wie gut dieser funktioniert und auch wie detailreich einfach zum Beispiel diese Kartenerkennung oder auch die partitionelle Reinigung von gewissen Bereichen funktioniert. Auch das Ausgrenzen von Gebieten, wo er bitte nicht reinigen soll. Und auch wenn man sagt, man hat zum Beispiel Kinder im Haushalt und da stehen irgendwo Sachen rum, die heute bitte nicht weggeputzt werden sollen, dann kann man da einfach so dieses Feld drauflegen und das ist ein cooler Ansatz. Ansonsten ist der sehr zuverlässig. Ihr habt vorhin ja die Lautstärkeunterschiede gehört. Ich hatte ihn immer auf der Standardstufe, das hat mir im Alltag wirklich gereicht. Und gerade auch so eine Wischfunktion ist wirklich nicht zu vernachlässigen, denn das macht wirklich sehr rein und der Boden ist wirklich gut gewischt. War ich am Anfang ein bisschen skeptisch, hat mich aber in dem Alltag dann sehr gut überzeugt und deswegen ist es ein perfektes Gesamtkonzept. Ich habe auch gehört, dass es den D-Bot jetzt bald mal im Angebot geben soll. Dann zahlt ihr nicht mehr die aktuellen rund 400 Euro, sondern könnt euch da bestimmt nochmal Geld sparen. Also unbedingt aufmerksam sein. Und ansonsten ist der selbst den Preis, den der jetzt kostet, auf jeden Fall wert. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist für euch eine klare Kaufempfehlung. Der ist nochmal deutlich besser auch als die Produkte, die ich so sehen konnte bis jetzt und auch selber testen konnte. Von daher kauft euch diesen hier, wenn ihr wirklich einen Saug- und Wischroboter mit einer App-Anbindung, einem genauen Raumprofil und auch Wohnungsprofil haben wollt. Das ist euer Roboter, den ihr nehmen solltet. Und damit war es das mit diesem Video. Ich hoffe, der Eindruck, den ich euch vermitteln konnte, war gut. Ihr habt einen guten Überblick bekommen über das Thema und auch über den Roboter an sich. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder vorbeischaut. Bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Danke und bis dahin. Ciao.